Hey, das ist eine Kuh und ich bin Roman. Guten Tag. Und das hier ist tatsächlich ein neues Spiel. Wir müssen in diesem Spiel ganz viele Kühe sammeln, die dann zu einer Herde werden und damit etwas ganz Besonderes tun. Und zwar sind die nämlich in der Lage, sich einfach zusammen zu kombinieren zu einer richtig langen Kuh. Okay, hier müssen wir über ein Trampolin springen und das Spiel ist wirklich extrem witzig, weil man hier nämlich sogar durch so eine Röhre durchspringen kann, okay? Das ist schon sehr, sehr crazy. Dementsprechend, was? Oh mein Gott, sind wir hier sogar schon bei 20x und schmeißen hier ein Uhu auf eine Insel? Okay, so funktioniert anscheinend dieses Spiel und ich bin natürlich sehr gespannt darauf, wie das Ganze hier natürlich abläuft. Okay, wir gehen einfach mal weiter und gucken mal, was hier noch so passiert. Okay, wir nehmen mal unsere Kuh und schauen auch einfach mal in den Shop rein. Es gibt auch andere Charaktere, die man wahrscheinlich freischalten kann. Man kann Hüte freischalten, als auch Effekte in diesem Spiel. Sehr, sehr cool. Wir schauen mal, wie gut wir das hinbekommen können. Außerdem gibt es in diesem Spiel tatsächlich auch eine Insel und da können wir tatsächlich einzelne Tiere andrücken und die dann wahrscheinlich irgendwie füttern. Wie zum Beispiel den kleinen Uhu hier. Aber irgendwie haben wir nichts zu füttern. Doch, haben wir. Wir können ihm zum Beispiel diese Fische geben. Okay. Dann hier nochmal so eine kleine Raspberry, also eine Himbeere. Dann noch ein bisschen Weizen. Und zweimal Fleisch. Oh, er hat sogar jetzt tatsächlich... Oh, er ist sogar voll. Das heißt also, desto mehr wir füttern, desto mehr bekommen wir an Informationen von unseren kleinen Freunden. Okay. Wir gehen mal hier diese Tube hoch. Holen hier mal das Fleisch. Oh nein, jetzt bin ich da runtergefallen. Irgendwie ist hier die Steuerung nicht so leicht, weil es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze hier mit der... Oh nein, jetzt bin ich da durch die Tür gelaufen. Ne? Ist ein bisschen schwieriger, hier alles ein bisschen zu kontrollieren, weil das Herumlaufen tatsächlich ein bisschen schwieriger ist. Aber jetzt bei Level 2 bewegen wir uns auf jeden Fall auch ordentlich. Nein! Ordentlich, aber nicht bis zum Ende. Wir hätten fast dieses eine Tier da freigeschaltet. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, okay? Beim nächsten Level müssen wir auf jeden Fall mehr bekommen. Wir haben übrigens 1000 Münzen gerade bekommen. Und gucken mal, was kann ich denn jetzt mit 1000 Münzen kaufen? Kann ich hier schon einen Charakter kaufen? Dafür. Ich kann hier tatsächlich hier für 1000 kann ich hier einen neuen Charakter kaufen. Tun wir das einfach mal. Und statt der Kuh haben wir jetzt den Shiba Dog, was tatsächlich ein Shiba Inu Hund ist, die sehr, sehr süß sind, muss man sagen. Es gibt sehr viele lustige Bilder im Internet von Shiba Inus. Nein, jetzt habe ich da wieder einen verpasst. Okay, aber wenn wir ein bisschen größere Horde sind, dann ist es ein bisschen leichter, die zu holen. Wie gesagt, irgendwie ist die Steuerung in diesem Spiel ein bisschen schwieriger. Eieiei, da haben wir ja gerade ein bisschen was abbekommen. So, hier nochmal ein paar Münzchen mitnehmen. So, ist nicht ganz leicht, hier wirklich jede Fleischkeule zu bekommen. Aber ich versuche natürlich mein Bestes. Sodele, jawoll! Okay, und dann hier natürlich ebenfalls die Fleischkeule mitnehmen. Mal gucken, ob wir mit dieser Länge hier durchkommen. Es könnte wieder ganz knapp werden. Aber wir schaffen es, jawoll! Diesmal haben wir tatsächlich sogar dieses Hippo jetzt freigeschaltet. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Da bin ich jetzt sehr froh drum. Oh, und wir können sogar jetzt einen Hut gewinnen. Okay, Leute? Also, wir haben einmal den lilanen Hut zu gewinnen. Wir gehen immer oben links, in der Mitte... Unten links. Ich muss dieses Spiel jetzt ohne Werbung leider spielen. Aber wir nehmen einfach mal das Geld mit, okay? Das Geld können wir tatsächlich mitnehmen. Als nächstes gibt es tatsächlich eine Katze zu kaufen, ne? Das heißt, hier im Shop gibt es eine Katze für 1500. Können wir uns tatsächlich auch bald leisten, ne? Wir gehen jetzt aber erstmal wieder ran und sammeln wir wieder mal ein bisschen von diesem Fleisch hier. Und ein bisschen mehr Münzen. So, so viele Münzen wie möglich hier mal einsammeln. Dann hier nochmal ein paar Fleischkeulen mitnehmen. Jawohl! Jetzt haben wir uns einfach in ganz viele Hunde einfach verwandelt. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Und jetzt wieder in so eine riesengroße Schlange. So. Oh yeah. Und gucken mal, ob wir mit dieser Schlange jetzt durchkommen. Eigentlich haben wir in dieser Runde quasi fast alles richtig gemacht. Deswegen, wieder ganz knapp nicht geschafft. Aber nicht schlimm. Können uns damit jetzt eigentlich auch eine Katze kaufen. Oh yeah. Können wir uns eigentlich auch einen Hut kaufen? Ja, für 800. Wollen wir uns auch gleich den Hut kaufen? Komm, den Hut, den wir gerade eben nicht gewonnen haben. Boom. Oh, das sieht schon richtig süß aus. Guck mal, das ist jetzt einfach so ein lilaner Hut. Finde ich nicht schlecht. Okay, wir gehen mal weiter und gehen mal nochmal auch auf jeden Fall auf unser Island, weil vielleicht hat unser Uhu hier auch wieder Hunger. Das heißt, wir können ihn vielleicht füttern. Nein. Okay, mal gucken, ob es vielleicht unser kleines Hippo hier ein bisschen Hunger hat. Dem können wir vielleicht ein paar von diesen Himbeeren geben. So, ist mal die Himbeeren hier und das Fleisch, was wir hier die ganze Zeit für dich gesammelt haben. Ja, ne, das gefällt dir, du Kleiner. So, was da passiert, wenn wir hier... Oh nein!
oh Gott, da haben wir gerade eben irgendwie so einen Angriff gerade ausgewichen oder wurden wir getroffen? Ich weiß es gar nicht. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall, zack, ein bisschen ausweichen, damit wir hier, oh nein, jetzt habe ich die ganze Fleischkeule gerade verpasst. So, die hier nehmen wir mit, dann hier links die Fleischkeule mitnehmen. So, hier drei Stück, ach, okay, da habe ich jetzt zwei Stück mitgenommen. Vielleicht sind wir jetzt lang genug, um durchzukommen. Doch, wir sind lang genug. Jawohl, schönes Ding. Damit haben wir jetzt das Reh freigeschaltet. Schön, da habe ich auf jeden Fall ein gutes Level hingelegt. So, und einen weiteren Schlüssel, sehr, sehr nice. Und es gibt bald einen kleinen Löwen zum Freischalten. Sehr nice, Mann. Da müssen wir uns auch auf jeden Fall ranhalten, ne? Okay, dann gibt es hier nochmal ein bisschen Fleisch. Ich gehe auf jeden Fall immer auf das Fleisch. Oh, aber da waren jetzt gerade auch richtig viele Münzen, ne? Das war auch nicht schlecht. Mit Münzen können wir uns nämlich immer so nice Skins kaufen. Aber jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir, oh, mit der Armee hier nochmal ein bisschen was machen, ne? Dann nehmen wir jetzt hier nochmal drei Stück. Boah, sind wir viele. Boah, sind wir gerade viele gewesen. Uiuiui. Okay, das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Wir waren gerade so viele, wir müssen die 20 schaffen. Wir müssen es doch... Oh, nicht geschafft. Oh, als nächstes können wir eine Giraffe freischalten. Oh, ich muss unbedingt eine Giraffe freischalten. Ich liebe die. Oh, und es gibt Schuhe, die man freischalten kann. Oben links, in der Mitte, unten rechts. So, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder rangehen. Wieder ein paar Fleischcoins haben. Was sind das hier für verrückte Dings da? Oh, was? Was geht denn jetzt ab? Wir sind einfach unsterblich geworden. Wir haben einfach den Unsterblichkeitspilz wahrscheinlich gerade gegessen. Oh, crazy. Und nochmal. Ach, das ist tatsächlich ein Stern, den man da bekommt. Wenn man den freigeschaltet hat, kann man tatsächlich so laufen, wie man will. Wow. Was? Nein. Ich bin gerade durch zu viele Türen durch und bin total klein geworden. Oh, nein. Nein. Das ist ein Fail. Das ist so ein Fail gerade gewesen. Oh, nö. Oh. Und zwar würde ich mir nämlich sagen, ne, dass wir hier vielleicht diesen Effekt erholen. Oder die Blubberblasen. Wir holen die Blubberblasen. Die sind noch nicht so teuer. Boom! Yeah! Nice! Jetzt haben wir einen neuen Effekt. Wir können uns auch eigentlich eine neue Brille vielleicht kaufen. Vielleicht diese super coole Brille. Bang! Oh, das sieht schon richtig cool aus, okay? Kann man die anderen Sachen verkaufen? Nee. Okay, das ist schon sehr cool. Jetzt haben wir einfach unsere Katze mit so einer richtig coolen Sonnenbrille. Oh yeah! Man muss hier auf jeden Fall ein bisschen haushalten mit dem Geld. Das heißt, wir... Nein! Der hat uns den Hintern abgeschnitten! Nein! Oh Mist! Oh. Als nächstes kriegen wir einen Affen. Nicht schlecht. Oh, oder die Giraffe kann man sich auch holen. Ah, oh, okay. So, wir müssen auf jeden Fall wieder mal ein Level schaffen, um ein bisschen mehr Kohle hier zu bekommen. So. Okay. Hier gibt es noch ein paar Kätzchen. Nein! Nein! Ich bin einfach gerade runtergefallen. Oh Mann, ich wollte eigentlich gerade alle Münzen sammeln. Jawohl. Das ist eine gute. Das ist eine gute Katze. Lang genug, um, glaube ich, zu gewinnen. Zum Affen. Jawohl! Wir haben den Affen freigeschaltet. Okay, so, jetzt haben wir inzwischen schon wieder so viel Essen, glaube ich, gesammelt, dass es für uns bedeutet, dass wir jetzt mal wieder unsere... Oh, was? Alter, die gut angezogene Ziege? Oh Mann, Alter, die brauche ich auch unbedingt. Ich brauche jedes einzelne Tier hier. Okay, ich glaube, ich werde meinen Hippo jetzt nochmal mit 13 weiteren... Oh, das ist jetzt voll. Okay. Wird Zeit, die Giraffe zu füttern. Giraffe hier. Ah, 85. Okay, die ist jetzt auch richtig satt. Okay, warte. Dann nochmal ein Tier. Die Gazelle. Die Gazelle dahin muss ich auch füttern. Einmal so. Und dann nochmal dreimal Fleisch. Das sieht gut aus. Okay, wir haben jetzt 91. Bald haben wir einfach das Geschenk. Ich frage mich echt, was im Geschenk drin ist. Das wäre so krass, wenn da einfach so ein richtig legendäres Haustier drin wäre. Oh, ich bin so gespannt darauf, was da drin ist. Okay, jetzt haben wir wieder Stern bekommen. Unsterblichkeitsstern. Okay, vielleicht schaffen wir es da. Oh, das ist schon eine lange... Nee, schaffen wir nicht. Ich sag, wir schaffen es nicht. Wir bleiben beim Vorletzten stehen. Oh doch, wir schaffen es. Und wir haben einfach den Elefanten jetzt freigeschaltet. Der legendäre Elefant. Krass. Okay, bitte. Ich brauche diesen Hut. Oben links, in der Mitte, unten links. Na! Ich gewinne heute nicht ein einziges Mal. Oh Mann. Okay, aber dafür bekommen wir 860 Münzen. Wir haben jetzt wieder Essen bekommen. Mal gucken, ob wir jetzt mit 91% möglicherweise die Gazelle nochmal füttern können. 93%, 95%, 96%. 100%! Die Proud Kitty, eine neue Katze. Oh, crazy, ist einfach so eine dunkle Katze, die wir jetzt bekommen haben als Geschenk. Das heißt also, wenn man das Geschenk erfüllt hat, bekommt man einfach so ein Haustier geschenkt. Aber ich frage mich jetzt, aus welcher Kategorie, jetzt habe ich einfach eine Fleischkeule verloren. Aber ich frage mich, aus welcher Kategorie diese Katze kommt. Ist das jetzt eine Katze, die man sonst nicht kaufen kann? Und wie kann man das jetzt so verstehen? Ist die irgendwie seltener als andere Katzen? Oh, aber ich liebe das, wenn es so viele auf einmal sind. So nice, dieses Spiel, Mann. Das ist halt nochmal ein ganz anderes App-Game.
Game. Normalerweise sind die nicht so cool, aber das hier ist auf jeden Fall ein richtig cooles Game, auch mit diesen verschiedenen Mechanics und sowas. Schon sehr, sehr cool. Und vielleicht schaffen wir es ja jetzt sofort mit der dunklen Katze hier komplett durchzukommen, und wir schaffen es direkt beim ersten Mal und können hier nochmal eine weitere Gazelle, glaube ich, freischalten. Okay. So, jetzt haben wir 2900. Gucken mal, was wir da vielleicht nochmal freischalten können. Tatsächlich, wir haben einfach eine Katze freigeschaltet, die richtig teuer ist. Die ist sogar da unten auf der Seite. Crazy. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben für 4000 was? Für 3500? Der Dachshund? Oder das Einhorn für 2500? Oh! Oh mein Gott, das Einhorn ist richtig cool. Guck mal, der hat oben diese bunten Farben, die auch leuchten. Und die Blubberblasen unten noch. Puh, mit der Sonnenbrille. Au! Das sieht schon nicht schlecht aus. Lass mal. Oh, doch, Alter. Das ist auf jeden Fall sein Geld wert, dieses Einhorn. Oh, was? Das hat wirklich so einen Schweif hinten, der so hinterhergeht. Oh, was? Wie krass sieht das denn aus? Oh, was? Wir hätten uns das schon viel früher holen sollen. Oh, das ist richtig legendär, dieses Einhorn. Ich find's richtig cool. Das ist vielleicht sogar mein Favorite gerade. Normalerweise bin ich nicht so ein riesiger Fan von Einhörnern. Aber von diesem Einhorn bin ich es heute schon. Einhörner haben mich tatsächlich heute überzeugt. So, oh, schaut mal, wie viele das sind. Guck mal, die haben alle diesen Schweif hinten. Wow, oh, bitte kein... Oh, eins habe ich leider verloren. Oh, 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 oh. Das ist so schwierig, an diesen Dingern vorbeizukommen. So, okay, gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Hoffentlich schaffen wir es. Nee, wir schaffen es, glaube ich, nicht. Au, 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 okay. Damit hätten wir es jetzt erstmal. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wir sind bis Level 15 gekommen. Gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Spiel ihr als nächstes sehen wollt. Haut rein, Leute. Ciao.